Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate die Enhanced Edition. Ich habe gerade nochmal eben schön was gegessen, bin ich frisch gestärkt für eine neue Aufnahme sozusagen. Letzte jetzt erstmal. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Nächste Woche nicht da und da muss ich dann auch alles noch aufnehmen. Dafür, ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden. Hey, du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Bitte geht nicht weiter, ich flehe euch an. Dort ist Brake, der gerade ein schreckliches Blutbad angerichtet hat. Er versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. Aber es scheint, als hätte eine fremde Seele von ihm Besitz ergriffen. Ich konnte nur noch von seiner gewaltigen Klinge fliehen. Bitte euch, wenn ihr nicht den Wahnsinn eines ehemals guten Mannes erleben wollt, so lasst ihn in Ruhe und betet dafür, dass der Geist ihn rechtzeitig verlässt. Ist dieser Brake, von dem wir sprechen, das wissen wir eigentlich. Bevor er von diesem Fluch befallen wurde, war er der Hauptmann der Garde in Nashville. Mit seiner Cousine Larissa und all der Liebes- und Blutsbanden willen, befreit ihn von seiner Qual, wenn ihr könnt. Surely, there must be something we can do to help. I hope so. There, don't worry, lady. We'll try and save Brian for you, okay? Please, I'd be most grateful for any help you can give him. Was? Ah, Brage, okay. Vorher will ich aber noch erwähnen, was wir so in den optionalen Parts gemacht haben. Dafür halte ich mal den Timer eben kurz an. Als erstes haben wir haben wir die traurigste Quest im ganzen Spiel gemacht, und zwar einem kleinen Kind ihre tote Katze wieder zurückzubringen. Aber da die scheinbar der Kind eines Nekromanten ist, weil sie sagt, Daddy kann sie wieder beschwören, war das scheinbar nicht so schlimm. Dann haben wir eine Baumrettung für eine Dryade durchgeführt, was uns einige tolle Items beschert hat. Dann hat Dawn uns noch mehr in seine Rachepläne eingeweiht, und zwar möchte er die in der Art als nächstes töten. Und da hat er schon eine Informantin, beziehungsweise er glaubt, dass da in Nashville eine Frau ist, die Informationen hat. Dann haben wir so eine total unhöfliche Sendai aus Am getroffen, die total scheiße zu uns war und uns wie mindermärtige Steinzeitmenschen behandelt hat. Dachte ich, kann man aufschreiben. Dann haben wir den schnellsten Dartspieler aus Zauber besiegt. Deswegen ist er jetzt nicht mehr der schnellste Dartspieler. Vielleicht ist er jetzt Rasat, mal sehen. Dann haben wir ein Autogramm von Larry, Daryl und Daryl bekommen. Ein Tasloy, ein Kobold und ein Swat waren das, die Brüder waren. Die sind übrigens eine Anspielung auf die amerikanische Fernsehserie Newhart, glaube ich, heißt sie, in den 70er oder 80er Jahren. Da gab es drei Charaktere, die sind genauso. Dann hat uns Nia etwas um ihre Charakterquest gebeten, und zwar den Hazardeur Adol zu finden, der ihr helfen soll mit ihrer kleinen unbändigen Magie. Dann haben wir eine Kuh vor Zwarten gerettet, wie das aufgeschrieben wird. Total unwichtig, aber ich habe es aufgeschrieben. Dann haben wir für Björnin, diesen Paladin in Beregos, haben wir die Halbbrüder endlich mal getötet. Zumindest glaube ich, dass sie das sind. Und Dristu Urden haben wir getroffen, einer der bekanntesten D&D-Charaktere ever. Der einzigste dunkle Elf, der nicht böse ist. So, kann man gleich wieder weiterlaufen. Ich hoffe sehr, ihr habt eine Spur aus Brotkrumm ausgestreut, mit denen deren Hilfe wir den Weg zurückfinden. Die anderen haben dies nicht getan und daher beschlossen zu bleiben. Wollen wir gemeinsam versuchen, den Weg nach Hause ausfindig zu machen? Ich gebe euch ein Rätsel auf. Einsmal kannte ich die Lösung, doch jetzt kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ruft mir wieder ins Gedächtnis und wir kehren ans Tageslicht zurück. Gelingt es euch nicht, müsst ihr im Dunkeln bleiben. Vergessen, wo ihr bekam. Er hat weder Mund noch Zähne, doch nimmt er beständig seine Nahrung zu sich. Er hat keinen Ort, keine Heimat, weder Hände noch Füße, dennoch wandert er überall hin. Er hat weder Land noch Mittel, kein Amm, kein Federkehl, doch er ist zum Kampf bereit. Bei Tag und Nacht hört man ein Klagen, er hat keinen Atem, doch allen erscheint er. Der Krieg, der Wind, ein Insekt, der Tod, der Zirkus, der Mond, ein Bär. So, mal gucken. Er hat weder Mund noch Zähne. Krieg hat keine Zähne, der Wind nicht, ein Insekt schon. Ja doch, ich denke, man kann das als Dinger, als Zähne zählen. Warte, ich schreibe mal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 habe ich gesagt.
7 und 8 streiche ich schon mal die 3 durch. Der Tod hat keine Zähne, der Zirkus hat keine Zähne, der Mond hat keine Zähne, der Bär hat keine Zähne und, was noch? Auch kein Mund. Ja, der Bär hat Zähne, was sage ich denn? Ich war gerade so da drin. Der hat Zähne und Mund, das heißt, der Bär fällt auch schon weg. Und ein Gesetzloser hat das normalerweise auch. Ich habe das falsch gestrichen. So. Ich glaube, man kann auch einfach auf die Lösung kommen. Ich glaube, ich spekuliere auch schon für der Tod als Lösung, aber ich gehe es mal so, sicher ist sicher. Nimmt er beständig seine Nahrung zu sich? Der Krieg. Nimmt der Krieg Nahrung zu sich? Im ganz übertragenen Sinne vielleicht. Der Wind nimmt keine Nahrung zu sich. Der Tod nimmt im übertragenen Sinne auch Nahrung zu sich. Der Zirkus, ja, die Leute nehmen Nahrung zu sich. Der Mond nimmt keine Nahrung zu sich. Und den Rest hatten wir ja schon durchgestrichen. So. Er hat weder Land noch Mittel. Nee. Er hat keinen Ort, keine Heimat. Okay, das trifft jetzt auf alle von den Dingern. Doch, der Zirkus hat einen. Nee. Ach, keine Ahnung. Ich sag einfach, es ist der Tod. Ich habe keinen Bock, jetzt die ganze Zeit so durchzugehen. Das Ende der Nacht, das Licht in meinen Augen scheint und ich wieder klar sehen kann. Was habe ich angerichtet? Oh Schrecken, oh Schrecknis. Der Richtblock, der in Neschke, meine Hart, er sei mir willkommen. Könnte ich weiterleben wollen, nach allem, was ich getan habe? Bitte, ihr müsst mich in die Stadt geleiten, auf dass ich für mein Verbrechen büße. Ich fürchte, ich werde nicht lange bei Verstand bleiben. Was geschehen ist, darf sich nicht wiederholen. Zu viele Unschuldige haben sich meinetwegen ihr Leben lassen müssen. Bitte. Du scheinst ein sehr vernünftiger Mensch zu sein. Wir bringen euch so sicher wie möglich, obgleich es den Toten auch nichts wird, wenn ihr getötet werden. Und euch so sicher wie möglich zu... Achso, das zurück habe ich überlesen. Wir werden euch zum Tempel des Helm bringen und hoffen, dass ihr geheilt werdet. Ich befürchte, es kann nichts mehr für sie tun, den ich Unrecht zugefügt habe, ob ich nun lebe oder sterbe. Es haust mir die Seele wie ein übler Geist, so bin ich wohl am Ende dem Überdruss am Kampf erlegen. Nehmt mal meine Waffe, auf dass ich keinen Schaden mehr zufüge. Macht selbst Gebrauch davon, besser noch, zerstört sie. Von unschuldigem Blut und überbefleckt. Das Schwert habe ich gerade erst erstanden. Verschwendung, das alles. Bringt mich nach Neschke, ich ertrage es nicht mehr. Oh, vergeh ich ihn. Ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden, als ich es nicht selbst tun konnte. Nein, ich kann mich hier nicht zeigen, nach allem, was ihr getan habt. Übergebt mich der Garde, auf dass ihr mir die verdiente Strafe zuteil werden lasst. Entwürdigt mich nicht noch weiter im Angesicht von Helm. Ruhig, Dolchbrage. Helm sieht alles und er weiß vieles, was ihr nicht wisst. Ihr habt in der Tat so manche schlimme Untat begangen, doch war es nur zum Teil euer eigener Wille. Auf die Vorsätze kommt es an und die eure Umstandenen und euer eigenes Wissen von fremden Einfluss. Gerechtigkeit wird geübt werden, aber Buße nicht durch Strafe. Aber mein Schandtaten, meine Familie, ich kann nicht mehr. Das sieht irgendwie aus wie Boromir. Passt. Wenn ihr zur Garnison zurückkehrt, wird euer Tod der einzige sein, der in dieser Angelegenheit so vorsätzlich herbeigeführt wurde. Euer Leben würde ohne Sinn geopfert werden. Zwar steht ihr als gebrochener Mann vor mir, doch könnt ihr noch Wertvolles leisten. Elm wird euch auf euren schweren Weg begleiten. Was unser tapferen Freund hier anbelangt, so sollen sie von diesem von Ubleck ausgesetzten Belohnung stattdessen von mir erhalten. Haben sie doch ihre Aufgabe, Frage der Gerechtigkeit so zu führen, am Ende erfüllt. Der Tempel steht für die Rückkehr deiner verlorenen Sohnes und eurer Schuld. Siehst du, bist du nicht froh, auf mich gehört und ihn hierher gebracht zu haben? Anstatt ihn gegen das Kopfgeld einzutauschen. Und hast du mir da denn gesagt, ich hab dir irgendwie nicht zugehört, dann kann das sein. Dadurch haben wir die doppelte Belohnung bekommen. Ja, immer du hast recht, zum Glück hab ich auf dich gehört. Mir gefällt nicht, wie du das gesagt hast. Nochmal danke für eure Hilfe. Wenn es die Gefährten sind, denen man seinen Ruf zu verdanken hat, dann werde ich ruhmreich in die Geschichte eingehen. 1000 Gold habe ich gewonnen. Achso, da 1000 Erfahrung und eine Ruf. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Wie viel Ruf haben wir denn? 17, oh. Sagt an. Hallo, Plage.
Ja, bist du denn mal fertig? Ich muss für viele Sünden büßen, meine arme Familie. Tschüss. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Der kann mir doch bestimmt jetzt auch noch die Blumen. Die sind irgendwie nett. Black. Mit Verbrechern umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Ah, mein Freund, immer und ehrenwerter Freund, was kann ich denn dafür? Welche Kopfgelder wurden mir hier angefordert? Bisschen unsichtbar an einem örtlichen Künstler namens Prism. Hat sich mit deinem Fassmarken aus dem Staub gemacht. Die Wiedererlangung der Edelstein ist eine Belohnung ausgewählt. Das Schicksal von Prism ist weniger wichtig. Mit Verbrechern umgehen zu müssen? Ich? Ist ganz Warum? Schön ich bin das Bindeglied zwischen der Garde und der Öffentlichkeit. Ich bin lebenswichtig, unabdingbar. Stehe. Wie konnte ich nur etwas anderes annehmen? Natürlich seid ihr das. In der Tat. Hey, was ist daran so lustig? Macht nichts. Es ist einfach nur so schön, mit dir zu sprechen, wenn der Lage versteht. Dann bald ist es wieder so. Kurz einen Drachen da, glaub ich, so ein Poet, der mir da so ein bisschen. Ja, für mein Laptop von mir. Ich bin da aber gerade nicht dran interessiert. So. Ja. Es soll noch weitaus blutiger werden, Gleich begrüßt halt mir Unterlauf mit euch. Nach dem nächsten Spiel, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Ja, Schmutze. Ich bin Robert, ein Bade von großer Berühmtheit, obgleich gebeult von vorübergehenden erzählten Hässlichkeiten. Wie das wohl gut ausgedrückt. Doch mein Verlust ist euer Gewinn, man sagt, wenn ich sehe mit erfreulichen Art, euch einen Dienst anzubieten, der sonst nur den reichsten und angesehenen vor Kunden vorbereiten. Was möchtest du mir erfahren? Danke, wir haben bereits unseren eigenen Bahn auf Honorarbasis, wenn man das so will. Ah ja, obgleich ich äußerst demütig zu bedenken gebe, dass mein Talent das seine in gewissen weniger politischen Gebieten erheblich übersteigt. Was für ein großes Interesse sein konnte, sollte mein Angebot unter diese Umstände auf Dauer um stoßen. Sehr gut, bei euch zuhören, was könnt ihr für mich tun? Habt ihr euch jemals angezogen gefühlt von Geschichten über intelligente, finstere Fieslinge, über einschüchternde Gestalten dunkler Vergangenheit oder in furchterregenden Zeitgenossen mit einer Aura der Geheimnisse schreiben? Dies, meine Freunde, ist mein Angebot. Ich kann mit genug tun zeigen, dass ich eure Errungenschaften noch dunkleren Licht erscheinen lasse, mit verehrt, oh ja, aber auch Macht mit noch größeren Aspekten ernten. Das wäre eine wunderbare Idee. Wir sollten herumgehen und unsere eigenen Taten singen. Wer könnte es besser? Sowas engagiert. Könnten wir berühmt werden, ohne jemals das Haus zu verlassen? Denk nur, was der alte Wampe sagen würde, wenn er etwas bei immer und die Große und ihre unerschrockene Abenteuer hören könnte. Ha, es ist ein attraktives Angebot. Wohl schöner wäre jemand, wenn der Schatz das Wort über unsere guten Taten verbreiten würde. Entschuldigung, Klein, this word nears yourself can recognize the potential of the offer. What say you? Shall I spin your gold towards? Warum sollte ich jemanden bezahlen, um mich zu verleugnen? Ach, da gibt es die Romantik des Geheimnisvollen und der verschreierten Drohung, den klaren, ehrlichen Umgang vorziehen. Wie es von diesem Schlag könnte ich einziehen, dass wir noch eine Freude haben. Ich glaube, es ist Zeit, dass den Leuten bewusst wird, dass ich eine starke Kraft bin, dass sie Öffentlichkeit wissen, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Eine weise Entscheidung, wie viel furchterregend möchte ich hier werden. Ein wenig mehr an moderate Menge und ein dramatischen Ausmaß. Ein wenig wird ausreichen. Es gibt sicher einige, die schwer zu überzeugen sein werden, aber mein Talent kennt keine Grenzen. Dennoch ist es notwendig, äußerst gründlich zu sein, bis der Art Fleißarbeit kostet für jemanden eures Ansehen, aber der Preis für den Kutsch. Ach, das hat sich nur um eins. Naja. Nein, ist er jetzt weg? Oh, wie behindert. Ist ja. Wartet mal eben. Warum haben wir das bloß getan? Was zum. Das muss fahren, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir das getan haben.
Hier läuft doch noch Ding ganz gut. Ja. Möchte ich es aber warten. Ist ganz schön spät, findet ihr nicht? Ah, wann hält der Schwachkopf endlich sein Maul? Was muss ein Mädchen wie ich machen, um hier ein bisschen Ruhe und Frieden zu finden? Deswegen ist Prager bestimmt so aufgezogen, weil er so, mehr, so eine lange Unterhaltung hatte. Okay. Ja? Was wollt ihr denn mit den großen Waffen da, die dir ins Gesicht hauen? Mit diesen Farben sieht die ganz schön dämlich aus. Hey! Ich kannte mal einen Burschen namens Stilby, der hat mich auch mit Steinen beworfen. Hättet ihr Steine nach mir werfen? Vielleicht. Wie wär's jetzt? Not for Ray, out of my way, let me at him, he's driving me insane. Wer ist jetzt? 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 Das ging doch, oder? Wer ist jetzt? Ja, ich fang mal an. Ich meine, nach einer Zeit würde man Erfahrung kriegen, oder ist das irgendwie seit dem Project mal raus? Oh, wie oft musste man das denn machen? Das muss man doch im Leben so oft machen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Redet der mich nochmal von selbst an? Okay. Ah, jetzt. Na, eure Geduld möchte ich haben. Da fällt mir nichts mehr ein. Finally, I swear if he said one more thing I was going to kill him. Why does everyone get angry with me? I'm only trying to be friendly. Schöne Erfahrung. Naja, ob es das wert war, könnte ich mir jetzt nicht speichern. Sind wir im Haus? Versucht Schritt zu halten. Wie viel Rufabzug gibt es nochmal, wenn man Geld und mich kümmere, ich hab genug davon. Ich kann mal in das Schloss lassen. Ich höre zu. Kannst du das aufbrechen? Sagt keine Ahnung. Muss ich mal gucken, falls hier jemand drin das ist. Das Wetter war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Was macht ihr in meinem Haus? Haut ab, sonst kriegt ihr was hinter die Ohren. Ich mal gucken. Versucht, Schritt zu halten. Zeit ziemlich schlecht. Oh, Dorn, Attacke des Bauer. Um 7. Um 7 ist heftig. Nee. Es soll noch weitaus blutiger. Sagt an. Kann man denn noch sein Beruf verschlechtern? Dass er es total übertrieben große Ausmaßen hat. Oh, das ist auch so. Man kann seinen Beruf nicht schlecht halten. Ich möchte aber wieder zurück, da war ich ja noch nicht fertig. Ja, es war so unglaublich. Aber ich hätte verkaufen können, ich das mal gleich so. Mach ich das eben. Boah, mach ich aus Protest nicht. Wie bei kleinen Kindern, wenn die die ganze Zeit nerven, dann nehmen wir sie einfach. So mache ich das jetzt auch mit dem Laptop. Viel Erfahrung braucht ihr so. Ah, noch viel. Aber alle sind während des Level-Ausflugs sind alle eine Stufe aufgestiegen. Ach, ein wieder 26. Meine Ausbildung hat mich nicht auf so ausgedehnte Aktivitäten vorbereitet. Ja, Mann. Voll süße. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Auch heute. Ich bin müde. Ein Gähnen ist ein stummer Schrei. Nee, auch Männer. Alles waschlappen hier. Angler staunen und immer um die halten durch. Ja, es hängt von der Konstitution ab, wie schnell die Leute müde sind. Was habe ich denn gemacht? Ich höre zu. Fürs Erste. Ja, der hat aber auch noch Konstitution 14. Er hat 19, sie hat 16. Er hat 9. Das ist, sagt er nicht. Kurz eine Drachenfeuer. Ja. Stehen Leute rum. Oh mein Gott, Menschen.
schon ist mein Laptop gerade so am Absterben. Ich probiere den jetzt einfach, aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, wie sieht es aus mit Gangbang Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Das ist ein wirklich schönes Fell. Ihr habt ja einen angemessenen Preis. Es war mir Freude, mit euch ins Geschäft zu kommen. Der Kunde hat immer recht. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Ja, mir egal. Eine helle Bade plus eins. Ich brauche keine helle Bade. Weg damit. Schienenpanzer brauche ich auch nicht. Das Autogramm behalte ich auf jeden Fall. Den 200 plus 1 brauche ich auch nicht. Dann, ach, das ist der eine. Identifiziert immer Berserker-Schwert. Träger des Schwerts wird rasend. Ist natürlich aber auch eine verdammt gute Klinge. Würde ich jetzt gerne mal austesten, einfach wie das gemeint ist mit rasend. Bevor ich das Ding endgültig verkaufe. Ach, da, wo ich sehe, ich habe hier noch Tonne zu Stein. Ich habe was vergessen auf dem Jahrmarkt. Den Ring verkaufe ich. Gut. So, ich habe Geld damit hingenommen. Langschild plus 1. Ah, kann ich natürlich da Geschossdingens. Sonnensteinchen hier. Die helle Bade, die kann man mal eben identifizieren. Eine helle Bade plus 2 ist das sogar. Weg damit, braucht kein Mensch. Berserkerschwert, 500 Mäuse. Plattenpanzer. Braucht ja keiner von uns. Das Zeugs, hier bitte. Dann, ach, den Gürtel hier, den kannst du auch identifizieren. Gürtel der Stumpfheit. Ganz nett. Kann auch einer kriegen. Das Keul plus 1. Kann ich den die leichte Armbrust verkaufen von Garrick. Gut, der Stumpfheit behalte ich, auch wenn er viel wert ist. Edelsteinbeutel, Titanit, Angimani-Halskette, Schwarz-Opal, Goldkette, Granat, Jaspis, Engelzauberin, Gold, ganz viele Luchsaugen, Blaustein-Halsketten, Tiger, irgendwas Ketten, Silberringe, Aquamarinen, zwei Wassersterne. Boah, das bringt auch nochmal richtig Kohle. So. Dann den anderen noch Sonnenstein, zwei Stück. Zirkon, zwei Stück. Jul. Goldringe. Fünf Stück. Zwei Silberketten. Ein Flammentanzring, ein Blutsteinring, zwei Engelsleutringe. Blutstein. Und noch so eine Tiger-Augenschnecke. So. Ganz schön viel. Was ist das da? Ach, und dieser roten hier. Brauche ich ja auch nicht. Soll ich eine helle Bade, eine normale dabei? So, die auch noch weg. Dann Panzer und sprühende Farben brauche ich nicht. Fremde Hände brauche ich auch nicht. So, hat der noch irgendwas, was ich unbedingt will, eh nicht. Heißt also vielleicht gleich sogar nochmal ein Ghost. Erstmal, ach, mit Taris kann ich reden. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit? Dieser Taugenichts. Kann euch vielleicht helfen, wenn ihr mir erzählt, was ich wissen will. Ich weiß nicht viel über diese Gegend. Wisst ihr, ich suche nach meinem Gatten. Er verließ mich vor einer Woche und, oh, die auf den Straßen lauernden Gefahren. Und dann noch diese schreckliche Frau. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Die Frau, die ihr betet, war nicht zufällig eine Art Magierin? Oh, das weiß ich wirklich nicht. Mein Gatte ist verschwunden. Zuletzt wurde er irgendwo hier gesehen, in Begleitung einer Frau. Ich bin ihnen eine Weile gefolgt, aber die Wildnis wurde einfach zu gefährlich für mich. Bitte fahrt fort und lasst nichts aus. Sagt sogar das Unscheinbarste, der Kalk könnte mir helfen, euren Gatten zu finden. Als ich einige der Ortsansässigen hier fragte, sagten sie mir, die Frau habe mehrere Männer fortgelockt, nicht nur meinen Gatten. Ich weiß nicht, was für ein Spiel sie spielt, aber es ist wieder natürlich. Und? Als ich diese Frau über Krön ausfragte, passte die Beschreibung, die ich ihr gab, auf die geheimnisvolle Frau, die ihren Gatten entführt haben soll. Als ich mehr Informationen verlangte, floh sie. Du warst doch sicher sehr diplomatisch. Das ist wirklich alles, was ich weiß.
Irgendwo im Osten, vielleicht etwas jenseits der Mine. Ich vermisse Hager so sehr, aber ich weiß nicht, ob ich ihm je vergeben kann. Westlich der Mine, sagt er, war nicht in der Lage, das Gebiet zu durchsuchen. Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe wenig Geld und mein Gatt ist mit diesem Miststück durchgebrannt. Diese schreckliche Frauenzimmer hat mir meinen Hager weggenommen. Dorn, habt ihr irgendeine Idee, warum Krill Anhänger um sich scharren? Nein. Krill war eine fähige Nekromantin. Und sie war, wie soll ich sagen, hin und wieder nett zu mir. Aber sie ist keine Anführerin. Irgendetwas stimmt hier nicht. Möglicherweise geht hier mehr vor sich, als ihr erwartet habt. Ich höre... Wäre ich heute aber eh nicht mehr zu kommen. Aha. Ich würde sagen... Ach, ich brauche gar nichts mehr zu identifizieren. Sagt an, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. So, was habt ihr für mich? Artlich einmal pennen, dann sind alle wieder ausgeruht. Sprecht, versucht Schritt zu halten. Dann können wir auch wieder gehen. Dann mal gucken, östlich der Mine waren wir da schon. Das ist ja die Frage. Ob wir da schon waren. So. Ja, von wo aus jetzt östlich? Ich wette, hier ist bestimmt noch ein Gebiet und das war gemeint. Reise aber erstmal nach Beregos, das erkunden wir hinterher zu Ende. Ich hoffe, ich erinnere mich hinterher auch noch daran. Versuch, wir haben ganz schön viel Geld. Dann schaue ich mal, ob wir uns da was mitnehmen können. Ich glaube, Prokanisch könnten wir es kaufen. So, alle in die Tür. Es soll noch weitaus blutiger werden, ja, als ihr es euch vorstellen könnt. Nur ein klitzekleines bisschen mehr, kann ich alles machen, was ihr wollt. Ist die Zeit schon abgelaufen. Ich gucke mal eben. Wie viel? 7200 würde der kosten. Für Schnellschussarmbrust. Der Giftdolch. -4 gegen Klingenwaffen und -3 gegen Stichwaffen. Ich glaube, der ist gekauft. So. Ich höre zu. Fürs Erste. Was ist bei dem an? Hat schon -4. Ist das eigentlich besser wie irgendwas? Es hat nur Rüstungsklasse 1. Es gibt dann noch gegen Stich und andere Waffen, gibt es noch mehr. Runter. Aber egal. Würde ich sagen, ihm wieder den Schutzring. Dann sage ich auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir das Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition.